Hallo, hier, ihr kennt mich, Dominik Strauß mein Name. Ich bin zuständig für den Bereich Pre-Sales Manufacturing. Wir sind hier beim E40C. E40C steht für European 4.0 Transformation Center. Und wie der Name schon sagt, Transformation Center heißt, das E40C hilft anderen Kunden bei der digitalen Transformation. Also alles im Kontext Smart Factory, IoT 4.0. Und warum sind wir SAS hier? Ihr seht hier so ein bisschen, ich bin in einer Fabrikhalle mehr oder weniger. Das ist, wie es hier heißt, die Demo-Fabrik. Und die Demo-Fabrik ist ein Teil, was das E40C im Rahmen einer Partnerschaft anbietet. Und wir, SAS, sind hier als Partner beim E40C und haben damit den Vorteil, nämlich genau Nutznießer von dieser Plattform zu sein, von dem Netzwerk mit anderen Partnern, von dieser Demo-Fabrik. Und was wir machen, ist gemeinsam mit Kunden oder anderen Herstellern Use Cases umzusetzen. Und wir haben hier zum Beispiel einen Use Case, den wir zusammen mit Liebherr erstellt haben, um zum Beispiel das Thema Asset Tracking zu definieren. Sprich, kann ich feststellen, wo gerade mein Asset oder mein Werkzeug, mein Tool gerade ist. Wir haben dazu auch eine eigene Auswertung gemacht und das ist auch das Prinzip. Das heißt, hier haben wir Analytics-Lösungen zum Anfassen im Kontext Manufacturing und wir können ja mal kurz so ein bisschen hier mal kurz rumschauen, wie hier der Gesamteindruck ist hier bei dieser DFA. Das heißt, im Prinzip können wir mit unseren Kunden hergehen und machen hier einen Workshop. Das heißt, der Kunde soll dann angeregt werden, hier durch die Atmosphäre, durch die Produktion, durch unsere Use Cases zu sagen, was kann er mitnehmen? Was können wir mit Analytics für diesen Kunden machen? Und allein die Tatsache, dass wir hier auf dem Campus sind von der Universität, dass wir vielleicht auch das E40C mit einbeziehen mit einem Vortrag und hier quasi hier alles live zum Anfassen haben, ergibt uns eine ganz andere Atmosphäre und viel mehr Objektivität, als wenn wir so einen Termin bei uns im Office machen. Ne? Also man lebt hier einfach mit von der Atmosphäre. Und das Spannende ist, dass wir halt mit jedem Use Case, den wir hier machen, oder heute sind wir hier zum Beispiel am Praxisforum, dass wir immer mehr Kontakte aufbauen, um mit Kunden über potenzielle weitere Use Cases zu sprechen. Also, mein Aufruf an euch, nutzt die Möglichkeit, die wir hier haben. Lasst uns mit den Kunden besprechen, was wir hier mit denen gemeinsam hier machen können, sei es Use Cases durchgehen, Ideation, Inspiration. Wir haben hier jede Menge Geschichten zu erzählen. Ja? Alles Gute.